Okay. Oh, es ist eklig. Ja, ist ja gut. Danke, ja. Herzlich willkommen zu Wollt ihr mich verarschen TV? Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Komiker, Grafiker, Schauspieler, Familienvater, TikToker und Mensch, Manuel Schakanowski. Schön, dass du da bist, Schaka. Danke, Ronny, für die Einladung. Ja, ich freue mich. Schönes Haus am See. Danke, ja. Ich find's auch gut. Prominent getrennt. Folge 2, Folge 1, hast du gesehen? Klar. Und was sagst du? Ja, geil. Verspricht geil, ne? Ja. Wir waren schon der Knaller und ich frage mich immer, wie die noch steigern können und dann kommt doch das Schiff drauf. Auf wen freust du dich am meisten heute? Heute kommen ja 8 neue Personen, 4 neue Pärchen. Wer ist da hinten? Ich bin auf den Legard gespannt. Okay, gespannt bin ich auf den. Ich freue mich aber nicht zwingend auf den. Nein, komm, lass uns keine Zeit mehr verlieren. Ich freue mich wahnsinnig. Die komplette Folge könnt ihr euch über RTL Plus angucken und den Link dazu gibt es unten in der Beschreibung. Wir starten los. Ich bin die Lara. Hallo zusammen. Man kennt mich aus der vergangenen Staffel Temptation Island. Ja. Das ist die Mann, wie heißt denn der Typ, der die beschissen hat bei Temptation Island? Wo willst du hin? Wo geht die Reise hin? Von wem ist denn die Freundin? Na, der Legard-Sohn, oder nicht? Von Legard, meine ich. Naja, sag doch. Ja, gut, ja. Okay. Ja, bin hier bei Prominent getrennt mit meinem Ex Nico. Mein Papa ist Thorsten Legard. Kassana! Erste Info wieder, die man von ihm kriegt. Ganz mein Papa wichtig. Ist ganz wichtig. Die heißt du, wo kommst du her? Papa ist der Thorsten Legard. Ja, sag mal ganz kurz, was hältst du von Thorsten Legard? Kassala! Entschuldigung. Ja, oder auch so, aber der soll menschlich und sportlich da richtig gut gewesen sein. Ja, war er auch. Ja? Bei seinem Sohn, das heißt jetzt nicht so. Wir sitzen in meiner Wohnung, an meinem Tisch und irgendwann sagte sein Vater, ja Nico, du bist doch mit Sarah jetzt schon relativ lange in einer Beziehung. Wird's nicht mal langsam Zeit, eine andere Frau zu zu verwöhnen? Was meinst du denn? Ja, zu verfügen, also zum Kaffee verführen. Nee, jetzt mal kurz ganz im Ernst. Also, wisst ihr, was ich mir vorstellen kann, dass der zu seinem Sohn das mal gesagt hat, wenn die unter 4 Augen sind? Ja, na, logisch, ja, mit Junge willst du nicht mal anders. Glaube ich nicht. Doch, das ist schon, das halte ich für möglich. Aber, und ich kann mir auch vorstellen, dass er das vielleicht zu mir gesagt hat und sie das irgendwie mitgekriegt hat, weil sie im Nebenzimmer war oder so. Aber niemals sitzen sie zu dritt am Tisch und er sagt: Mensch, willst du mal eine andere ficken? Nicht deine Freundin? Hier, ist doch bescheuert. Sarah und ich waren fast 2,5 Jahre zusammen. Auch nur fast. Wir haben uns letztes Jahr getrennt nach der Show Temptation Island. Der hat mich voll laufender Kamera betrogen damals. Ja, das hat er gemacht. Aber dann hat er ja das gemacht, was der Papa wollte. Ja. Also genau. War ja richtig. Wenigstens hört er auf seine Eltern. So, er hat doch richtig auf den Vater hören muss, man. Das erste Positive an Nico. Das Schöne, dass sie mich halt wirklich so kennenlernt, wie ich jetzt geworden bin. So, und auch ihr zeigen kann, auch durch die Scheiße, die ich gemacht habe, dass ich mich so positiv verändert habe. Was meint der denn? Was denn positiv verändert? Das kommt wahrscheinlich erst noch. Nee. Also, er will es ihr ja zeigen. Aber schon redet er seit Temptation Island. Da war er bei irgendeinem Eiskunstlaufen, dann war er irgendwo, wo er zu sehen ist. Ja, ich habe bei Be Real auch, ich habe mich geändert und jetzt sehen die Leute endlich, dass ich real bin. Wir haben doch schon immer gesehen, dass er real ist. Also das ist ja nicht, wurde ja nicht angezweifelt. Das hat sich ganz real beschissen. Aber er will es ihr ja jetzt zeigen. Oh, der hat immer diese Leute, die gut reden. Ich habe mich geändert, ich habe reflektiert. Doch, sei doch mal ein bisschen optimistisch. Glaub ihm doch. Nee. Okay. Ach du Scheiße. Was zählt denn da? Ja, die warten. Ach nee, der ist da nicht drin, oder? Nee. Ey, aber so schockiert. Liebe diese Szene. Der war du drin. Hier? Wahnsinn, hätte ich nicht mit gerechnet. Nico, ey. Aber immer. Jedes Mal, alle. Ha, Schock. Du überrascht über den Du Ex. Hier auch, bei Prominent. Was machst du hier? Ja. Von wem bist du getrennt? Ah, ich bin's. Ich glaube, wie war der Spruch? Ich glaube, seine Freundin ist Single. Wie hast du dich ein bisschen verändert? Was ist anders? Ja, ich habe dich nicht mehr auf den Glow-Up bekommen. So, bam. Der war gut, der Spruch. Bam, ja. Wenn sie den nicht ganz so gestottert hätte, dann wäre das geil. Also war auch geredet. Nein, ja, nee, okay. Oh, jetzt sitze ich vor ihm, jetzt muss ich sagen. Ja, jetzt müssen wir natürlich sagen, sie ist natürlich Sympathieträgerin. Er war der Arsch, sie ist ja auch, sie ist nicht anzulasten. Das ist eine Liebe bisher. Also, was man von ihr gesehen hat, deswegen blickst du eigentlich ja nicht so viel. Liegt ja nicht so viel verarschen eigentlich. Trotzdem, wenn sie sich schon vorbereitet, dann richtig, finde ich. Aber sie hat ja auch eine Entscheidung getroffen, wieder in diese Sendung zu gehen. Also ganz, ne, also. Das war, aber sie hat nicht mit ihm gerechnet. Nee, das ist eine Überraschung. Du bist doch der geschenkelt und gemängelt hat in der Dusche, ich bin oder? Der richtig Vollgas mal endlich gegeben hat. Dieser, mit wie viel Stolz der jetzt sagt, der mal richtig Vollgas gegeben. Ja, aber er will doch mal zeigen, wie er wirklich ist. Wie er sich zeigt er doch. Das ist wie bei dem Sees, immer diese Reue im Nachhinein und dann siehst du, da ist Janusz mit Reue.
Wie geht's dir damit, mit ihm in einem Bett zu pennen? Oh, ätzend. Ja, ich wusste ja, worauf ich mich einlasse mit einem geteilten Bett, Aber ich habe vergessen, wie groß so ein Bett ist, oder? Ja. Aber dass man nebeneinander liegt, damit war nicht zu rechnen. Es stand nicht im Vertrag drin. Stand in einem Bett, aber nicht nebeneinander. Das, also nee, war nicht mit zu rechnen. Mann, das verstehe ich sie auch. Nee, das ist mit Verständnis. Da kannst du nicht für. Da hat die Produktion sehr entschieden. Auf dem Boden schlafen würde ich nicht machen. An der Nase. Nicht mit dem. Nee. Ich kann irgendwie seine Nähe gar nicht wirklich ertragen. Es ekelt mich quasi so ein bisschen an. Dann ist es auf jeden Fall eine gute Idee, mit ihm zusammen in der TV-Show zu gehen. Ja. Voll. Ne, wo man sich zusammen in ist eine gute legt. Idee. Also sie hat es auch weitergedacht, finde ich. Über den Tellerrand hinaus, prima. Schlaues Mäuschen. Füchsin. Ich bin so glücklich mit mir selbst und ich habe so viel vor die nächsten Jahre. Da wird vielleicht erstmal eine Partnerin auch gar nicht in mein Leben passen. Weil ich will einfach das machen, was ich am besten kann. Warten. Ja, das wäre? Das würde mich jetzt aber auch interessieren. Ja, warten. Was ist es? Was kann er denn am besten? Ja, weil er sich zeigen, wie er wirklich ist. Aber die Folge ist ja noch nicht zu Ende. Mal gucken, vielleicht sehen wir ja noch, wie er möglich ist, der gute Sportsfreund. Sarah, bist du Single? Ja, also ich lerne zwar jemanden kennen, aber... Aber du kannst dir ja trotzdem mal versuchen. Probierst du. Aber ich bin trotzdem noch... Bist du denn noch Single, Mike? Ja. Aber... Ich hab mir 5 Beine runtergeholt, bevor ich reingekommen bin. Heute Morgen nur eingekeult, Alter. Jetzt wäre ich gar nicht auf mein Leben klargekommen. Ich bin auf mein Leben nicht klargekommen. Nur 5 Mal? Das ist wenig. Da war er aber, hat er keinen Bock gehabt, glaube ich. Gut, dann müsste ich erstmal vorschlagen... Nico, ganz, ganz großes Tennis von dir. Und jetzt mal ganz im Ernst. Glaubst du das? Ihm glaube ich das tatsächlich, ja. Also 5 Mal weiß ich nicht, aber... Aber 5 Mal war er so geil auf die Sendung? Also was hat ihn denn so scharf gemacht? Wie kann er denn 5 Mal den hobeln? Er hatte Schiss, dass er da in der Sendung Mist baut. Und man soll ja nie mit geladener Kanone irgendwo hingehen. Ja, aber wenn er ihn mal abnudelt, dann ist er ja leer. Dann nudelt er nochmal ab. Was hat er denn zum Schluss da noch rausgedrückt? Naja, der hat Kassala, ja. Ich glaub das nicht. Ich bin Tim, ich bin 27. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür. Ich gehe 24/7 mit mir selber. Ja. Ach, bis Gott, servus. Was? Also, wenn der Kopf in den Wacken Zufall wieder so weitermacht, wird es lustig. Man kennt mich von Love Island und Kampf der Rave Stars. This is just a little summer. Kennst du den? Nein. Doch, ich kann mich dunkel erinnern. Also seine Freundin kann ich mich dunkel erinnern. Die ist, ich glaube, die hatte Haare auf der Zähne. Ich weiß es nicht ganz genau. Bei ihm weiß ich nur, dass der bei Kampf der Reality das war, aber total unsichtbar und ist so ganz schnell rausgeflogen. Also ich kann mich gar nicht dran erinnern. Ich habe alles geguckt. Also an die Palme, an die Rechte kann ich mich mehr erinnern, wirklich. Aber danach kommt direkt alle. Tim, ich wollte gerade sagen, ich zeige es dir nachschießen. Tim. Für die Brina. Nein. Kennst du die? Nicht genau, nein. Ich auch nicht. Und ich weiß trotzdem, dass er mir unsympathisch ist. Nein, ich habe ein bisschen was von der ganz leicht immer mitgekriegt. Und das ist so eine... Oh, guckt es euch selber an. Wir haben Love Island 2020 gewonnen. Danach waren wir offiziell so 3-4 Monate zusammen. Dann kam aber raus, er hat mich in einem Club betrogen. Das ist nicht gut. Wir wurden gefilmt dabei. Das ist nicht gut. Naja, ich habe es verkackt. Er hatte halt wirklich immer dieses Schwiegermamas Lieblings-Image. Und ich das Image von einem Drachen. Gut, ja. Voll, das ist schwierig. Also, nee, aber wenn meine Tochter so jemand nach Hause bringt, wow. Super, ne? Aber es steht ja im Verhältnis zu, er hat immer das Positive abbekommen und sie hat den Hate abbekommen. Aber sie hat ja auch, sie ist ja auch anstrengender. Also der Hate kommt ja auch nicht von ganz, Mann, ja. Und dann kommen noch Leute, die deine Trennung beurteilen. Die sagen, ja, hast du verdient. Dich kann man eh nicht lieben, mit dir kann man nicht zusammen sein. Und es war klar, dass er dich verlässt, weil so Menschen wie dich will niemand. Ich soll mich umbringen sogar. Es war richtig krass, ich soll der Menschheit einen Gefallen tun. Und Tim kann ja jetzt froh sein und wir sollen alle froh sein. Und das war schon. Das war schon eine ganz, ganz, ganz schlimme Zeit für mich. Also, das war so schrecklich, dass sie gesagt hat, muss nochmal in TV-Format. Ich muss nochmal wissen, wie das hat sich geil angefühlt. Also deswegen bezweifle ich jetzt so ein bisschen, dass es so schrecklich. Also nein, ach, das ist falsch. Das war bestimmt alles ganz schrecklich. Aber sie setzt sich ja wieder in TV-Format. Also sie setzt sich dem Ganzen ja wieder aus. Und dann würde ich mal sagen, lobst du dir die Tränen? Ich weiß nicht, ich mag das immer nicht, wenn die so künstlich hochkommen, weißt du? Oh, ich glaube, ihr seid überhaupt nicht. Es passt halt zu perfekt. Ich glaube nicht, dass sie jetzt gerade so einen Ausbau hat. Und ihr Sicht ist da komplett, da hat sich ja nicht gerührt. Also da ist ja, ich weiß nicht, ob die hat ja so viel Zeug drin oder. Nein, aber ich habe noch nie gesehen, wenn ihr das in so, ins Auge gespritzt. Ja, aber da hat sich so heult und die Sicht so starr, das habe ich noch nie gesehen. Schwierig, schwer zu beurteilen. Ich glaube sie irgendwie nicht. Sorry, Melina, falls ich dir gerade Unrecht tue, aber ich tue ihr kein Unrecht, ich glaube sie nicht. Oh, ich habe auf jeden Fall ein gutes Fixing-Spray, sag ich so, wie es ist. Super. Guten Tag. Hast du zu schnell geswitcht. Boah,
Ey, ihr habt mich so, darf ich das so sagen? Ihr habt mich so gefickt. Darfst du sagen. Du wolltest alles sagen. Ja. Du wurdest dir. Du Schwiegermutters Liebling. Ja. Nee, aber sie hat ihn. War das metaphorisch oder also? Oder meinst du? Nein, hat die nicht. Ich bin ein bisschen sprachlos. Ich merk's. Ich bin ein bisschen sprachlos, deswegen sage ich jetzt besser nicht zu dieser Situation, aber ich kann es einfach überhaupt nicht leiden, dass du neben mir sitzt. Danke. Man hat immer noch so ein bisschen, sagen wir so 1% Hoffnung, weil wir hatten halt schon eine krasse Connection. 3 Monate. Aber krass, du hast schon mal entspannt reagiert. Ich dachte, du knallst mir einen oder so. Okay. Tschüss. Sitzt er bei seiner Schwiegermutter. Tschüss. Tschüss. Ich trau mich gar nicht zu fragen, lebe ich hinterm Mond, diese Tschüss, kannst du mir das erklären? Tschüss, krass. Nee, Tschüss, was heißt denn Tschüss? Tschüss, krass. Das heißt krass. Ach so, also... Tschüss. Krass, Digga. Krass, Digga. Tschüss-Krise. Ah, warum sagt man nicht krass? Das hört sich ja viel krasser an als Tschüss, oder? Nein, Tschüss ist moderner. So, jetzt mal einen Aufruf. Bitte in die Kommentare. Was ist moderner? Krass oder Tschüss? Oder was sollte man eher nehmen? Krass oder Tschüss? Aber Wallah spüre. Das ist krass. Ja. Tschüss. Es kommen nur noch Probleme. Ich hab Tommy gehört. Vielleicht, weil Tommy gerufen hat, kann ja sein. Ja, dann bin ich ja nicht dein einziger Ex-Freund hier. Oh, Blick. Ja, nein, alle sind ja verext da. Warte mal, wenn Tommy hier ist, ist auch Sandra hier. Sandra habe ich einmal getroffen, als sie in Stuttgart war. Okay, jeder hat Sandra getroffen, wenn er in Stuttgart war. warte. Aber ja, okay. Ja, ich nicht übrigens. Aber nee. Ich war noch nicht in Stuttgart. Warte mal. Melina und Tim, oh lala. Viel Stresspotenzial. Ja, wenn du mit in der Sendung bist, natürlich ist da viel Stresspotenzial. Schade, dass sie da nicht nochmal geweint hat. Das hätte gepasst. Ja. Naja. Max hatte was mit Melina, hat die gebumst, hat die aber verarscht. Max und Sandra haben noch gebumst, aber Max hasst Sandra. Tim hatte ja eine Beziehung mit Melina und die wollten es nochmal versuchen. Und dann hat er die aber auch verarscht im Endeffekt und hat mit einer anderen gebumst. Okay, also... Krass, wie die einen Überblick hat, wa? Ja. Aber zusammengefasst, jeder hat irgendwie jeder gebumst. Mit ihm, ja. Aber Kim weiß, wer genau. Ja. Danke nochmal, Kim. Ja, herzlichen. Ich bin Lukas, ihr kennt mich vielleicht von Bachelorette. Oder auch nicht. Bist du, wer das ist? Wow, das Gesicht habe ich schon gesehen. Aber außer jetzt gucke ich nicht. Also vorher meine ich. Jetzt gerade, nein. Ich bin hier bei Prominent Getrennt gelandet mit Chiara, mit der ich mich vor 2,5 Monaten getrennt habe. Vor 2,5 Monaten? Genau, pünktlich zum Annahmeschluss für Prominent Getrennt. Ja. Ist ja perfekt. Obwohl ich glaube, dass die getrennt sind, aber ich finde immer so... Das Timing ist schon erstklassig. Kommt drauf an, wenn sie zusammenkommen wieder, dann war es ein Fake. Na gut, aber jetzt mal ganz ehrlich die Frage. Was ist, wenn ein Pärchen sich wirklich vor 2,5 Monaten getrennt hat, kommt darin und die viele entfeuern wieder? Ja. Und die sind dann wieder verliebt und sind wieder zusammen. Und du sagst per se, dann ist ein Fake. Also tust du denen ja per se schon Unrecht. Also kann das ja sowas ja nicht geben. Nein, der Fake, dass sie sich wirklich getrennt haben, weil sie ein Problem miteinander haben. Kann doch sein. Und das Problem hat sich dann im Haus wieder gelöst, weil die Love so groß war oder so. Na gut. Ja, habe ich auf jeden Fall recht. Lukas und ich waren 11 Monate lang in einer Beziehung. Und dann bin ich an einem Montag von der Arbeit nach Hause gekommen. Der Schlüssel lag auf dem Tisch und er hat gesagt, ich verlasse dich. Ja, so das war seine Freundin? Hat er nicht gesagt 2,5 Monate und sie sagt 11 Monate? Nee, sie hat gesagt, die waren 11 Monate zusammen. Insgesamt. Und er sagt, vor 2,5 Monaten haben wir uns getrennt. Ach so. Und vor diesen 2,5 Monaten waren... Oh, lange Leitung, sorry. Verstehst du? Also vor 13,5 Monaten sind die zusammengekommen. Ja, ja, okay. Dann ist es ja doch wieder länger. Dann revidiere ich meine Aussage. Okay. Sitzt da jemand? Du glaubst nicht, wer da drin ist! Nee, das guckt die wirklich auf. Tschüss! Ich glaube, wie nervös er ist. Oha. South Africa zu sein, ist alles gut. Das ist wirklich nur dieser eine Aspekt, dass du da bist. Ich konnte ja ahnen, dass er da ist, aber da merkst du schon, meines Erachtens, schon die Person, ich weiß schon. Gleich auf Angriff. Oh, der Einzige, dass du da bist. Und er ist so nett, hallo, er ist so schon, also neben ihr wirkt, ich finde, sie verliert aber automatisch. Aber er war ja vorbereitet. Er wirkt so sympathisch und sie schon direkt so. Lukas weiß ja auch noch nichts von seinem Glück, dass ich weiß, dass er mich betrogen hat. Und das wird ihn hier einholen. Was für ein Glück. Ja, also sofern du ihm das erzählst, dann Wahnsinn. Wird sie ihn da einholen, ja. Das weiß er noch nicht. Oh, und wir wissen es aber schon. Hey. Ich finde der total... Ach,
fand ich auch die Art und Weise. Ja, weil, wie sie das schon inszeniert. Der weiß noch gar nicht. Machen. Ach, das ist nicht cool. Nee. Ja, wie hier Trennung und so. Weil ich am Ende des Tages, um es kurz zu fassen, mit der Beziehung nicht wirklich glücklich war. Und das ist dir von jetzt auf gleich klar geworden oder wusstest du schon länger? Schleichend, über Monate. Ich finde nicht, dass es über Monate war. Warte mal. Wie kann sie ihm das absprechen? Wenn er sagt, das ist schleichend zu ihr gewesen? Ja, kann so war sein Gefühl, ja. Oh. Finde ich auch schwierig. Also, da siehst du schon wieder, das ist so, der kann doch da bei der garantiert sagen, was er will. Wenn das nicht genau das ist, was sie hören will oder was sie möchte, dann kann er nicht gewinnen. Dann ist er ja, nicht genau. Falsch. Wir waren eigentlich genau an dem Punkt, wo sich dann herausstellt, ob das wirklich Liebe ist, ob wir wachsen in genau, unserer Beziehung. Wir hatten eine nicht. Scheißphase, das stimmt. Deine kalte Art, ich komme damit nicht zurecht, muss ich sagen. Ja. Du bist jemand, der 3 Tage lang wütend auf jemanden ist. Ich bin nicht so. Ich dachte, wir heiraten. Dann verstehe ich, was er sagt. Und auf einmal warst du weg. Ich habe mich mehrfach schon bei dir entschuldigt. Aber wie viel wiegt diese Entschuldigung, wenn du mich zurück willst und am selben Abend wieder zu mir sagst, ich bin mir eh nicht sicher, ob ich dich noch will. Ja, genau. Voll toxisch. Wenn es stimmt, was sie sagt, dann ist es natürlich Kacke. Das ist natürlich. Aber warum will sie dann noch Rache mit? Haha, er ist nicht vorbereitet, ich mache ihn fertig. Dann ist doch alles geklärt. Eigentlich. Er ist sich unsicher seiner Gefühle, er hat ja keinen Bock mehr, wie auch immer. Und sie sagt einfach, nee. Und ich wollte ja heiraten und ich hatte einen Plan und du hast ihn. Also ihr fällt seine Begründung nicht. Also er muss die passende Begründung liefern, damit er die Gefühle, damit sie zufrieden ist. Jetzt muss man natürlich, ist es doch hart, das nach den paar Bildern dazu beurteilen, was zwischen den beiden ist. Das weiß ja keiner, das will ich mal hier an der Stelle nochmal kurz erwähnen. Aber wir wissen es trotzdem. Ich bin Max, weil man mich kennt aus Make Love, Fake Love, Are You The One, Reality Stars in Love und jetzt bin ich hier. Ich bin Luisa. Kannst du dich an die beiden erinnern? Ja, an ihn vor allen Dingen. Es hat ja nicht auch mit der Frag lieber, mit wem er nicht hat. Ich glaube, da haben wir eine kürzere Liste. Ja. Aber ich finde den schon cool. Also ist ja nun ein Wahnsinnsbo und ist ein cooler Typ. Mal sehen, mein erster Eindruck von ihr ist, ich fand die damals doof, aber alle Mädels doof, dachte, wie kannst du denn mit deinem Freund in eine Sendung gehen, wo das Ziel des Freundes ist, die Frau zu verführen und ihr weiß zu machen, dass man keine Freundin hat. Also entweder ist ihr Freund danach ein Versager, weil er es nicht geschafft hat, oder ist das dreckigste Schwein, weil er es geschafft hat. Genau. Also fand ich meine, die Sendung ist erstklassig, keine Frage, aber ich fand das von ihr schon, deswegen konnte ich ihre Tränen damals überhaupt nicht ernst nehmen. She's my ex-girlfriend. Wir waren fast 3 Jahre zusammen. Ich denke eigentlich nur positiv an unsere Beziehung. Warum auch nicht? Warum sollst du nicht? Du wurdest ja auch nicht beschissen. Also ja, das ist nett. Ja, hat ja keinen Grund. Keinen Grund, negativ zu denken. Ganz genau. Oh, durchsichtig, haha. Boah. Ja, gleich wieder abchecken. Ich meinte das Kleid. Wirklich, Entschuldigung, beim Ton. Tut mir leid. So, aber hast du gesehen? Ja, natürlich. Das Kleid? Ja. Also in dem Moment, wo ich bei Make Love Fake Love fremdgegangen bin, war mir auf jeden Fall bewusst, was das für Auswirkungen haben wird. Aber dass er das mit so viel Stolz sagt. Kann er die wenigsten sagen, mir war es nicht bewusst. Ist ja schon mal gut. Ich meine, dadurch hat er jetzt zumindest mal seinen Real-Stempel. Das hat, aber war ihm nicht bewusst, das ist ja mein, das ist nicht cool. Ich mag Max, das ist cool, ist ein cooler Typ, aber das ist nicht cool. Ist ja bewusst jemand wehgetan. Genau, steht so bewusst. Eiskalt, aber er ist sich selber treu. Es ist cool, für ihn. Finde ich das gerade schlimmer als du? Ja. Weil er hat so mit so einem Lächeln, der kann am wenigsten Reue ein bisschen heucheln wenigstens. Aber er sagt es mit einem sympathischen Lächeln. Ja, weißt du. Das ist halt, ja, seine Art, die kann man ihm ja auch wieder nicht abspenstig machen. Ach, Max. Ja? Ach, Max. Das ist okay. Ja. Ich hätte meine beiden Hände und beiden Beine ins Feuer geworfen. Nein! Dass er da nichts macht und unsere Grenzen nicht überschreitet. Gut, dass er das nicht gemacht hat. Ja, die hätte jetzt keine Arme und keine Beine mehr. Nee, na, überleg doch mal. Bisschen fahrlässig mit seinen Gliedmaßen umgegangen. Warum ist sie dann überhaupt in die Sendung gegangen? Sie war doch so sicher. Also wenn wir jetzt mal hier ein bisschen Real Talk machen, warum ist denn die Sendung gegangen? Wegen Fame und Instagram jetzt. Cool. Ich hab Instagram, die ist auch ganz erfolgreich da. Die kommt gut an. Das war ein super Sprungbrett. Das wird hier auch wieder ein super Sprungbrett sein. Leute. Also macht sie schon ja nicht so unclever. Gut gemacht. Luisa, Zubro. In dem Moment war es mir aber eigentlich egal. Siehst du? Das ist schon böse. Er sagt halt ganz klar, halt gemacht, fand ich cute, was soll ich sagen? Naja, aber er ist 3 Jahre mit ihr zusammen, das scheißt ihm. Natürlich ist es scheiße. Ihm ist in dem Moment bewusst und er sagt dazu dann noch, es war mir egal. Hätte er nicht wenigstens sagen können, gut, ja. Er könnte ein bisschen empathischer sein, aber naja. Was meint ihr? Ab und zu mal Klappe halten. Max. Ich mache hier gerade einen Aufruf. Ja, was sagt ihr denn zu Max? Was sagt ihr zu Max? Und heute weiß ich, dass ich eine unfassbar tolle Frau bin, eine unfassbar starke Frau bin und dass ich sowas nicht mit mir machen lassen muss. Nee, das stimmt. Aber liebe Luisa, nicht nur du, das muss ja keine Frau mit sich machen lassen, um das mal kurz festzuhalten. Ja. Und dafür muss man auch kein I Love Me T-Shirt tragen, will ich. Das kann man einfach zeigen. Ja, man kann aber auch ein I Love Me T-Shirt tragen, das ändert auch nichts. Guck mal ein bisschen so in der Menge. Er sieht nur.
Max habe ich mir ja schon hier und da gegönnt. Also Göttinger. Mal gucken, was da so noch passieren könnte. Bei I Do One haben wir so ein bisschen angebandelt. Was war? Alles gut? Ja, bei dir? Klar. Hallo Sandra. Hallo Max. Max und ich haben halt eine Zeit miteinander verbracht. Klar. Sandra ist eine sehr schwierige Frau. Na klar, hat Sandra mit ihnen Zeit verbracht. Nein, schwierig. So. Ganz einfach. Ja. Er war wahrscheinlich auch in Stuttgart. Ja. Ich verstehe mich vielleicht gut mit Max, er versteht sich aber nicht mit Sandra. Ich verstehe mich gut mit Kim, mit Emanuel, die verstehen sich aber nicht gut mit Sandra. Ich fasse kurz zusammen, Kinder versteht sich mit Sandra. Aber alle haben miteinander, das hat ja Kim schon. Ich habe jetzt damit fast, dass sie sich alle nicht mit Sandra verstehen. Schlafen zwar alle mit Sandra, Und Tommy versteht sich aber mit allen. Ja. Und schläft mit manchen. Aber nicht mit Sandra. Nicht mehr. Und laut Kim haben alle miteinander gebumst. Ja. Jetzt haben wir es doch eigentlich schon. Jo, eigentlich könnten wir aufhören. Noch Fragen bis hierhin? Nee. Falls ja, dann klopft es ja in die Kommentare. Sich auch das Bett gezwungenerweise zu teilen. Schönes Anlass. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wahre Worte. Das ist ein Lurch. Bis später, viel Glück. Später. Oh, jetzt kommt die Spiele, Jetzt kommt wieder hast du deine erste Staffel gesehen? Hier, das Schwinge. Mit ja. Kommt jetzt. Ach so. Bin gespannt, wer so Oha. Sich wie macht. Okay, schaukeln kannst du? Junge, schaukeln. Ah, ich kenn das. schaukeln. Na, sag nichts. Schaukeln. Meint der den ernst? Schaukeln. Der hat die doch verarscht. Das kann man nicht. Denk nicht darüber nach. Du, einfach so, als wären wir hier unten die ganze Zeit. Okay? Das ist ja ein super Tipp. Stell dir vor, der globt das, macht den Schloss auf, hier draußen fällt runter. Und dann beim Fallen stell dir einfach vor, du kannst fliegen oder was? Stell dir einfach vor, du bist unten. Das sind die besten Hinweise. Stell dir einfach vor, ja. Ich erklär dir kurz schaukeln. Ja, okay, erklär mir schaukeln. Wenn du ziehst, ja? Lehn dich nach hinten. Erklärt die dem gerade wirklich schaukeln? Das kann ja nicht sein. Mensch, Tim, ey, wenn du deine Schwiegermutter hört, auf. Messer, Gabel, Schere. Messer, Gabel, Schere, Kleber? Genau. Ja. Messer, Gabel, Schere, Stein sind für kleine Kinder nicht. Richtig. Für kleine Kinder, nein. Messer, Schere, Stein sind für kleine Kinder, nein. Super. Oh, läuft. Also, läuft bei euch. Ja. Das ist richtig gut. Ihr habt euch vorbereitet. Ja. Haben bestimmt die Bundesländer vorher gelernt. Tim, ich kann nicht mehr. Einfach nach hinten lehnen. Ja, dann ans. Glaubst du, dass das so anstrengend ist? Ja, doch, das glaube ich. Nein, nicht auf die Kugel! Bleib genau in der Routine, in der du bist. Jetzt sag doch mal ganz ehrlich was zu dem Bild gerade. Das erinnert mich an, kennst du Police Academy mit der kleinen Polizistin, die ganze Zeit ruhig Hux. Das Polizeiauto fährt? Hux. Ich liebe ihn zu sehr. Ich liebe ihn viel mehr als alles andere auf der Welt. Das war's gerade. Ganz ruhig. Also jetzt mal ganz ehrlich zu Melina. Sie hat ja das Image, dass sie ein Drachen ist. Die sind beide ungefähr, sie und die Sarah sind ungefähr gleich gebaut, ungefähr gleich sportlich und machen da die gleiche Aufgabe. Scheiß mal, ob das der Ehepartner schaukeln kann, der andere nicht, okay? Du bist vielleicht ein Handicap, aber jetzt mal ganz ehrlich, hast du ja gesehen, wie die da eine Panik macht und die andere, komm, mach, konzentrier dich. Alter. Schon witzig. Also ich finde, Sarah hat mit ihrer Art zu schaukeln Melina geoutet, meines Erachtens. Ja, das stimmt. Sie geht auch so. Oh, hör gern. Ah, kotzt jetzt, warte. Okay. Oh, es ist eklig. Oh, ich glaube, da kam noch was. Ah, wie der kotzt, geil. Ich sauf mir jetzt so den Arsch voll. Ich werde mir so saufen erstmal, ne? Buongiorno, erst ein Bierchen. Das ist ein Typ, mir fällt zu dem ja nicht so viel ein. Der war bei Temptation Island. Das war eine absolute Katastrophe. Reue. Jetzt ist er im neuen Format. Und am ersten Tag, erstmal Bierchen, knallt er sich gleich wieder in den. Also, Junge, clever. Also waren wir die Einzigen, die eingeschissen haben. Das ist wir. Du bist der Einzige, der eingeschissen hat. Ey, lass mich runter. Nein, lass mich runter. Oh, ich kann das verkackt. Nicht. Da war Bede echt verkackt. Die ja, sind, ey. Aber es war auch ihre negative Schwingung. Deswegen hat er es nicht geschafft. Ach ja, stimmt ja. Entschuldigung. Weil das Vertrauen wird dir fehlt. Ja. Wenn jetzt einer, jetzt zu diesem Zeitpunkt, uns nominiert aufgrund dessen, dass ich die 10.000 verschissen habe, dann warte ab. Dann war das Sommerhaus ein Gruß aus der Küche. Hä? Ist der bescheuert? Jetzt meine ich, der ist auch wirklich teilweise dumm. Besten Grund gibt's da ja nicht zu nominieren. Der hat die 10.000 verkackt. Ja. Die haben verkackt, sind alle haben abgebrochen. Ihn, deswegen ist der Preispool um 10.000 weniger. Ja, genau. Was für einen besseren Grund gibt es da zu nominieren? Und dann was für Gruß aus der Küche? Weil die anderen ja auch nichts anbieten. Also wenn jetzt noch jemand was Schlimmeres macht, dann vielleicht, aber
Macht ja keinen Sinn. Macht einfach ja keinen Sinn. Und da siehst du mal, dass der nicht reflektiert, ich wollte null erst sagen, dass er nicht reflektiert hat und dass er ja keine Reue ist, weil an seiner Stelle, der dürfte doch das Wort Sommerhaus überhaupt nicht in den Mund nehmen. Nee. Wenn er sagt Sommerhaus, kann müsste der sich so schämen und dann macht er das doch, dann wartet der Kleinigkeit, dann wäre erstmal richtig und putzhauen. Mann, ey, du bist ein Typ. Der ist in seiner Welt gefangen. Ja. Wenn ich jetzt ein Typ wäre und Tommy mag den halt überhaupt gar nicht, und er sagte mir, ich finde das nicht cool, dass du das und das, und dann würde ich den nicht mehr mit dem Arsch angucken. Schluck's einfach. Hört sich scheiße an, aber schluck's einfach. Boah, ey, wenn das kein Meme wird, dann weiß ich auch nicht. Schluck's einfach. Nee, jetzt hör auf mit dem Spaß, jetzt mal ernsthaft. Ja. Nee, hat's natürlich. Nee, hör mal auf jetzt. Hat's natürlich recht, Sana. Musst du schlucken. Das Problem ist, ich will heute besoffen sein. Oh, machst du ja schon mal YouTube. Aber ich merke gar nichts mehr. Ich bin extrem horny. Es wird gefährlich. Ich habe kurz Bock auf eine Ex-Gabe. Will sie freuen? Dürften alle neben mir schlafen heute Nacht. Und wer sollte denn neben dir schlafen? Ich meine, die stehen ja alle Schlange. Wer weiß ja nicht, welcher zuerst nehmen soll. Ja. Wer will nicht mit so horny? Mit so einem Hacker-Typen da unbedingt. Tom hat gesagt, kleiner Bussi auf die Wange. Ist das okay? Wir sind nicht bei Temptation Island. Genau. Nee, ich muss sagen, ich finde den, das ist schon die Grenze für mich, ich finde den nicht unterhaltsam, ne? Es wird so gefährlich. Ja, du bist gefährlich. Und das zeigt mir so, dass diese ganze Freundlichkeit, diese ganze zuvorkommende Art hier irgendwo doch auch vielleicht wieder ein Stück weit gefaked, gespielt ist. Naja, jetzt muss ich aber dazu sagen, das sehe ich auch nicht so. Jetzt muss ich mal kurz den Nico ganz kurz in Schutz nehmen. Nur, weil er, also die Freundlichkeit muss ja nicht gefaked sein, nur weil jetzt ein anderer sich an Kim oder so ranmacht, weil er sich so daneben benimmt. Das hat ja nichts mit ihr zu tun, das ist jetzt ihr Ex. Trotzdem kann er seine Freundlichkeit trotzdem ernst nehmen. Ihn jetzt da fake zu unterstellen, ja, nee, das glaube ich auch. Ja. Er will sich einfach alle Tore offen lassen, auch die Ex. Ich merke schon an ihrem Blick, dass sie so genervt ist, gell? Wollen wir noch Bier trinken? Nee. Ist auch unangenehm, guck mal. Das tut mir so ja Melina leid. Das finde ich schwierig. Er ist Selbstbewusstsein Level 100. Der bringt es auf den Punkt. Selbstlevelbewusstsein 100. Warum? Ja, woher? Woher? Ja, ist ja nun auch nicht. Also ich glaube, sein erster nennenswerter TV-Auftritt war Temptation Island. Und dann wurde er von der TV-Nation oder von der Trash-Nation ja so ausgebuht, zu Recht. Und seitdem habe ich auch nie was YouTube über den gehört. Nee. Und jetzt, wo nimmt er dieses Selbstvertrauen her? Er ist jetzt auch nicht so der krasse Hingucker auch noch, ne? Finde ich auch nicht. Normaler Typ. Normaler, ja, ganz normal einfach. Malle. Ein Malle-Typ. Ja. Nichts gegen Malle-Typen. Ich glaube, der musste da vorbereitet haben, sich da so zu verhalten. Also, dass ja, die sich vorher einen Plan also, wenn er mit so einem Plan da reingeht, ist aber auch ein bisschen honkig. Naja, er fällt auf und wir quatschen gerade so viele Minuten nur über Nico Legert. Also, irgendwo hat der Plan ja schon funktioniert. Stimmt. Das ist mal das. Aber das ist wie dieser Sindermeier, das regt mich auch auf, diese zu inszenieren, diese extra so auf die Kacke drücken. Machen sie alle, aber extra so, das, so inszenieren. Das ist ja wie. Dann können wir auch Berlin Tag und Nacht kicken. Naja, ist ja so. Die nehmen die ganze Reality vom Reality weg. Ja, das stimmt. Ich habe deiner Ex-Freundin gesagt, sie hat viele Eigenschaften von ihr und du hast viele von mir. Boah, ist eine Beleidigung. Kann sein. Verstehe halt nicht, warum du mal lästern kannst, aber es selber noch so schlimm findest. Was habe ich denn jetzt gelästert? Ja, aber du hast ja auch über mich gesprochen. Emily triggert mich hier echt unnormal. Ja, uns ich auch weiß übrigens nicht, wie ich mit Gina das Gespräch führen soll. Und soll sie halt lügen, um besser dazustehen? Das ist mir egal. Da ist doch irgendwas drin gewesen im Kaffee, oder? Nee, jetzt wirklich. Muss doch irgendwas, ich verstehe nicht, warum sie von Anfang an auf ihrer Ex so rumstrampelt. Die ist ja eigentlich ganz ruhig. Die macht ja nichts. Bei jeder Bewegung von ihr. Ja, das ist, ich weiß, wie sie das macht. Ich finde es ganz furchtbar. Unangenehm. Und ich frage mich, wie die zusammengekommen sind. Also, wie ist denn das? Muss ja mal am Anfang gefunkt haben oder muss ja irgendwas schöner gewesen sein. Ja, oder? Ich war die andere besoffen, keine Ahnung. Ja, klar. Aber dann. Und dann kam sie nicht mehr raus, als wir wie bringe ich sie ihr bei? Und am nächsten Morgen war sie aber wieder nüchtern, dann ist sie ja weiter saufen. Oh Mann. Einfach weiter saufen. Wenn ich gewinne, Escort-Noten, Vollgas. Also. Ich liebe sie immer noch. Widerlicher Typ. Ich hab gesagt, wir sind hier höchstens bumsen. Finde ich mal unterhaltsam. Boah, ein Giorno. Alter. Das ist wow, toll, Nico. Ich bin Champions League. Nee, du bist nur ein spätpubertärer Bengel, der seinen Geburtsfame noch nicht ganz verkraftet hat. Also wirklich, weil das ist. Oh, ich bin Champions League und der meint.
Der meint das wahrscheinlich auch so. Kann er nicht. Also, wenn er das so meint, dann muss er ja strunzendämlich sein. Und aber er kann ja geradeaus laufen, zumindest. Sobald du geradeaus laufen kannst, hast du ein Level erreicht, dass du nicht so dämlich sein kannst, glauben zu können. Champions League. Also wirklich. Nee, ich weiß ja nicht, gibt es was Unterkreisklasse? Gibt es da noch irgendwas? Dann machen wir auch. In den E-Junioren. Champions League. Da lacht er selber. Ja, wenigstens kann er drüber lachen. Auch wenn alle Lampen an sind, brennt die Leuchte nicht unbedingt heller. Der benimmt sich gleich wieder, naja, gut, alles auf, das ist mir zu PR-lastig. Nee, wirklich, das ist mir zu, Hauptsache ich fall auf, Hauptsache ich krieg meine Bilder, kriegt da auch, aber das ist nicht. Aber er will sich endlich von seiner wahren Seite zeigen. Ja, zeigt er sich von seiner guten Seite. Schön, dann haben wir es ja jetzt gesehen. Nee, ich ja nicht, normalerweise, nee, der nervt mich richtig. Naja, wie du sagst, er ist halt nicht unterhaltsam, er ist einfach nur trollig, nee. Ne? Gina, du bist einfach ekelhaft. Das ist fucking asozial. Spuck mich nicht an, Junge. Spuck mich nicht an. Du hast mich genau, angespuckt. Sie hat dich extra ich angespuckt. Ich hoffe, es ist auf Kamera, wie ich sie gerade angespuckt habe. Ich auch. Ich habe deine scheiß dreckige Spucke in meiner Fresse. Fick dich. Fick dich. Es war auf einmal wieder einfach so. So wie es halt immer ist. Fick dich. Oh, Mäuschen, fick du dich selber. Du bräuchtest mal wieder richtigen Sex. Ich? Wie bitte? Ich brauch guten Sex? Ja. Das hast du jetzt gerade nicht gesagt. Du bist einfach nur peinlich und asozial. Du bist peinlich und asozial. Kleine Bitch, Alter. Ich sehe da nicht so richtig durch bei dem Bin. Also da wird ja viel Vorfall sein und das scheint ganz tief und schmerzlich zu sein. Aber trotzdem von Emily toxisch, finde ich. Weil sie immer wieder drauf geht. Du hast mich angespuckt. Also so einen Ausraster zu kriegen wegen Anspucken, beim Sprechen spuckt man ja öfter mal. Ja, das war total cool. Das war nur ein Grund finden, dass man wieder schießen kann. Mann, ey. Gina soll die Sendung hinter sich bringen und dann wegrennen. Ja, und Emily sollte sie von der nächsten TV-Sendung vielleicht auch erstmal eine andere Adresse suchen. Kleiner Tipp. Diese Hassliebe, dieses man hasst sich bis auf den Tod und am nächsten Tag liebt man sich bis in den Himmel. Weißt du, was mich abfangen? Immer wenn ich da eingestellt bin, bin ich aggressiv und ich bin nicht aggressiv und das ist also, weißt du, woran mich das erinnert? Kennst du noch von Stefan Raab? Ich kann nicht richtig reden. Oh Mann. Ich kann nicht richtig reden. Ist der Original? Sarah und Nico. Mit 6 richtigen Antworten habt ihr die meisten Sprichwörter korrekt ergänzt. Somit seid ihr vor der nächsten Nominierung geschützt. The one and only, das bin ich hier. Ist halt einfach so. Manchmal habe ich auch das Gefühl, er hat das Thorsten Legert Gedächtnisbuch gelesen, aufgeschlagen und alle Sprüche rausgenommen und verballert die einfach. Ja, oder denkt er, ist der ein Vater oder lebt er in einer anderen? Ja, ja. The one and only, das bin ich hier? Das war klar einfach. Du bist der Einzige, der nicht one and only ist, Mann. Null. Boah. Ach, schwierig. Ja, sehr schwierig. Sarah. Ich gebe jetzt erstmal ein Alter, komm. Nein! Das war schon wieder, das verjährt immer so, so schnell. Das war's mit der 2. Folge von Prominent Getrennt. Nächste Woche haben wir einen ganz besonderen Gast hier. Die atemberaubende, wunderschöne, unter anderem bekannt durch die Erfolgsserie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, Schauspielerin Olivia Marei. Wir sagen ganz herzlich Danke an Manuel Schakanowski und als Dank eine kleine Aufmerksamkeit. Unsern wollt ihr mich verarschen, TV-Pullover. Oh, danke schön. Ich hoffe, ihr gefällt dir. Ich kann euch dringend ans Herz legen, die gesamte Folge, guckt euch die auf RTL Plus an. Da ist noch so, so viel mehr drin, das haben wir ja alle ja nicht drin gekriegt. Und ich würde mich natürlich tierisch freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Das wäre der Knaller. Bleibt sauber, bleibt trashig, bis zum nächsten Mal. Ciao! Und was sagst du, war diesmal ein bisschen, diesmal probiert ein bisschen mehr geradeaus zu gucken und nicht so rüber. Meinst du, war besser? Und, findest du das Ding? Geil, was? Willst du mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen, Mann? 是吗？是吗？